Herzlich willkommen bei den Brettspieltestern, mit dabei wie immer. Christian, Und Michaela. ich bin aus dem Rhythmus. Das läuft normalerweise anders, aber wir haben uns mal spontan dazu entschieden, dass wir mal mit unseren alten Strukturen aufbrechen und Michaela Mal die was ganz Anmoderation Neues macht. Ja, ausprobieren. total innovativ. Ja, also die Messe ist ja schon ein bisschen her. Trotzdem hat das ein oder andere Spiel den Weg zu uns nach Hause in unser Regal gefunden. Und darum soll es heute einfach gehen. Spiele, die bei uns neu im Regal angekommen Aha, sind. so eine Neuheitenvorschau quasi. Ja, unsere neuen Spiele. Ich fange einfach mal an hier. Wir können natürlich zu den meisten Spielen noch nichts sagen, weil wir die noch nicht gespielt haben. Ein, zwei, drei Spiele habe ich sogar schon mal so ein bisschen gespielt, aber da kommen wir dann später zu, wenn die Spiele da kommen, sage ich dann jetzt mal so. Teilweise. Codex Naturalis von Huch haben wir jetzt auch neu. Das ist ein Kartenspiel, wo es so darum geht, wie ich schon mal so gesehen habe, so man legt so Karten aus, man überdeckt Symbole und so weiter. Viel mehr weiß ich aber auch noch nicht davon, aber das, was ich da bisher so zu gesehen habe, hörte sich sehr interessant an. Ab 8 Jahren, 2 bis 4 Spieler, 25 Minuten Spielzeit. Hörte sich wirklich total interessant an. Ich finde auch diese Verpackung finde ich schon mal total schick. Mag ich optisch total Das gern. ist Und ich finde Blech. auch, ich muss einmal ganz kurz aufmachen, weil ich finde auch die Karten, weil die Ja, sind noch schon eingeschweißt, die habe ich noch vorgeliefert. nicht eingeschweißt, die habe ich noch nicht ausgepackt. Einiges habe ich schon ausgepackt. Finde ich auch sehr schön. Ja, das war so das erste Spiel. Willst du mal Ich mache weitermachen? mal weiter, da kann ich wenigstens ein bisschen was zu sagen. Pax! Die Erweiterung zu. Parks. Richtig, genau. Pax, die Erweiterung. Ich lese einfach mal vor. Pax. Sternstunden heißt die, glaube ich, ne, oder? Ja, Ja, genau. Sternstunde ist Sternstunden. wieder wunderschön von der Optik. Bei Die Feuermann Grafik, Spiele. genau, die Grafik fand ich ja auch beim Grundspiel schon gut. Ist eine Erweiterung, nur spielbar mit dem Grundspiel und Parks ist mit neuen Wandererlebnissen zurück. Zeltet unter den Sternen, besucht neue Parks, fasst neue Vorsätze und beobachtet neue Tiere. Und ganz wichtig, die Parks der Erweiterung vervollständigen deine Sammlung an Nationalparks der USA mit den Parks, die im Grundspiel noch nicht dabei waren. Kann ich hier nochmal die Und für Rückseite dann jedes sehen? verkaufte Spiel geht eine Spende an den National Park Service. Ah, okay. Das Spiel ein bisschen. Und da wir, mindestens ich, Beide. das Grundspiel schon sehr gut fanden, bin ich schon sehr gespannt, wie sich das dann mit der Erweiterung Wo spielt. wir ja eigentlich nicht so die Ja, aber Erweiterungs. bei guten Spielen machen wir ja Ausnahmen. Und Parks Genau. war ein gutes Spiel. Von daher, Ist das ein Punkt. gutes Spiel. Ja. Dann mache ich immer weiter. Voll verplant bei Schmidt Spiele jetzt gerade frisch erschienen. Ab 8 Jahre, 1 bis 6 Spieler, 20 Minuten Spielzeit. Ist ein Flip and Ride. Ich hätte jetzt fast gesagt Room and Ride, aber ein Flip and Ride. Wir haben hier so ein Spiel. Spielplan, ich habe es mir auch gar nicht weiter angeguckt, muss ich gestehen. Das sieht ja so ein bisschen aus wie U-Bahn-Linien irgendwie so. Madrid, Berlin, Amsterdam oder Paris, kreuz und quer mit der U-Bahn durch die City. Und dann gibt es hierzu noch Karten. Freue ich mich auch schon sehr drauf auf das Spiel. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ist auch wieder Hisashi Hayashi, den kennt man auch schon von einigen Spielen. War das nicht Machikoro? Könnte sein. Ja, möchte ich mich nicht festlegen, Ich mich aber auch nicht. so Können wir uns erster. jetzt damit blamieren? Total, definitiv. So, dann haben wir Dice Throne Staffel 1 von Crimspire. Oder erschienen bei Crimspire, muss man sagen. Und zwar mit dem Barbar und mit der blöden Mondelfe. Wieso Mondelfe. der Wir haben das Spiel jetzt schon ein paar Mal gespielt und ich bin Blöden? schon sehr gespannt darauf. Oder ich freue mich schon sehr Auf die Rätsel? auf die Rätsel, die wir dazu machen werden, weil das wird lustig. Wir packen Also einfach funktioniert mal. folgendermaßen: Jeder von uns hat einen Charakter. Genau, dann hat jeder hier Und so ein Charakterboard. genau, dann gibt es nochmal Karten. Wir fangen mit 4 Handkarten an. Dann haben wir noch Würfel und dann versuchen wir im Prinzip den Gegner platt zu machen. Also man hat im Prinzip so ein, ja, ein verstellbares Rad Gedöns da. Nee, das sind die Würfel. Radgedöns. Das hier, das war nicht Das ist der so ein Lebenspunkteanzeiger. Lebenspunkteanzeige. Und wenn der auf 0 ist, ist man halt eben tot. Und man versucht eben über Kombination von Würfel A, die Möglichkeiten seines Charakters eben zu verbessern, indem man quasi ja Karten auslegt, die dauerhafte Effekte haben. Man versucht den Gegner abzuwehren, man versucht einfach Okay, Schaden anzurichten und okay. das ist natürlich durch die Würfel ein vielleicht Zufälliges etwas Spiel. glückslastiges Spiel. Die dir normalerweise immer sehr lieben, diese glückslastigen Spiele. Ja, aber Normalerweise wir wollen gar nicht so tief hier Würfelspiele. einsteigen, so Genau, strengsten Rahmen. wir Also machen ja auch eine Rätsel ich dazu. glaube, die Rätsel wird lustig. Deshalb, also ich möchte jetzt noch gar kein weiteres Statement zu abgeben. Also wir haben das schon ein paar Mal gespielt. Ich finde es sehr lustig, das Spiel. Ich finde das Spielmaterial auch total Ich finde klasse. das nur lustig, weil ich genervt davon wurde. Und was ich auch schon mal hervorheben möchte, diese Sachen, wie man es einpacken kann, finde ich total Ja, klasse. das ist wirklich sehr, sehr Total schön toll gelöst. Das ist auch so verstaubar. das Material, die Qualität war sehr, sehr gut. Dice Throne. Baba gegen Mondelfe. Möchtest du vielleicht mal die Mondelfe spielen? Bestimmt nicht. Die blöde Troller. Sag mal.
Was wir auch neu bei uns im Regal haben, ist Ammonia für 1 bis 4 Spieler, 45 Minuten ab 8 Jahren bei Skellig Games erschienen. Ist so ein kleines Spiel, man sieht es ja auch schon von der Ein kleines Verpackung Spiel, ja. hier. Ja, ist es ein kleines Spiel, ja. Und mit Würfeln und scheinbar müssen wir hier irgendwelche so Tetris-Formen, sieht es irgendwie so irgendwie nacherstellen, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe es mir auch noch nicht weiter Mit angeguckt. irgendwelchen Mutanten dabei, oder? Und von Was Uwe ist das da? Rosenberg mit Mutanten. Ja, vom Cover her sind das doch irgendwelche geklonten Tintenfische oder so. Der Würfelspaß für Groß und Klein. Bei Ammonia helft ihr den Kindern der Natur mit euren Würfeln bei der Suche nach den schönsten Klängen der Wildnis und schmiedet diese im Tempel in eure Klangscheiben Den ein. was der Natur? Den mit der Den Natur, den Kindern Kindern der der Natur. Natur. Ja, wird auch ein lustiges Rätsel werden, glaube ich. Ich habe es auch noch nicht Ich wollte gespielt. gerade Ich habe da keine sagen, Ahnung haben wir doch von. noch gar nicht gespielt. Jetzt mal was hier, jetzt hier nicht so. Jetzt kommt was Größeres. Yellow Expert. Dadadadam. Cora, Aufstieg eines Imperiums, erschienen bei Yellow unter dem Expert-Logo, sage ich jetzt einfach mal. Zwei Bei bis vier Uwe. Spiele ab 14 Jahre, Spieldauer auf der Verpackung 75 Minuten. Und Sichere bei die Uwe Herrschaft Vertrieb. deiner, ja, sichere die Herrschaft deiner Stadt. Im Griechenland der Antike, wetteifern Stadtstaaten um Reichtum und Macht. Ist also eher so ein klassisches Kennerstrich-Expertenspiel. Haben wir auch noch nie ausprobiert. Weiß ich momentan ehrlich gesagt auch noch gar nichts von. Da freue ich mich aber auch total drauf, das auszuprobieren, weil ich mache die Yellow-Spiele eigentlich total gerne. Ich mache hier auch die Optik, die finde ich schon Und sehr vielleicht mit ein schick. bisschen Glück, ganz ohne Glückselement oder mit einem kleinen Glückselement. Wie gesagt, sonst magst du doch Glückselemente so gerne. Dann ein Spiel, das habe ich schon ein paar Mal solo gespielt sogar, Savannah Park. Das wird vielleicht dieses Wochenende auch nochmal das ein oder andere Mal auf den Tisch kommen. Worum geht's? Wir haben hier ein paar verschiedene Tierarten. Jeder hat so sein eigenes Spielertableau, bekommt, ich sag mal, die Tierplättchen dazu, legt die erstmal willkürlich bei sich auf die, es gibt hier, wie hießen die nochmal, Sandfelder, genau, auf die Sandfelder aus. Und dann wird nachher, ich sag mal, die Tierplättchen werden erstmal mit der Vorderseite aufgedeckt und nach werden sie halt auf die Rückseite gedreht und man versucht hier halt möglichst große Herden zu bekommen. Die Herden müssen aber dann noch irgendwie Zugang zum Wasser haben. Dann gibt es hier auch noch Feuer, die ausbrechen können. Das heißt, am Einserfeuer wollen möglichst keine einzelnen Tiere stehen, am Zweierfeuer möglichst keine Zweiertiere oder zwei Tiere und am Dreierfeuer möglichst keine drei Tiere, weil die werden sonst vor der Wertung auch noch weggenommen und das kann dann schmerzlich werden. Hat mir Solo schon, fand ich schon sehr spannend. Ich finde es aber auch interessant, weil Solo war es eher so, man puzzelt ja so ein bisschen vor sich hin. Es ist eher so ein bisschen so ein Optimierungsspiel. Und das Aber ist ein Kramer Kiesling. ist ein Cramer Kiesling, genau. Ich habe noch nicht gesagt, genau bei Pegasus-Spiele, Familienspielkategorie haben sie es einsortiert, würde ich auch so sagen. 1 bis 4 Spieler, 20 bis 14 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren. Und ich bin mal gespannt, wie es zu mehreren funktioniert, weil dann wird es ja auf jeden Fall interaktiver, weil dann ist es immer so, dass einer der Starspieler immer sagt, dieses Tierplättchen müssen jetzt alle umdrehen. Und das kann vielleicht gerade das sein, was ich noch gar nicht irgendwo anders hin platzieren möchte, weil man hat ja seine Herden so auf seinem Spielplan liegen und ordnet die nach und nach und das Plättchen soll vielleicht noch gar nicht umgelegt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also hat mir Solo aber auch schon Spaß gemacht. Aber ich glaube, mehr Personenspiel wird mir das noch ein bisschen mehr Spaß machen. Dann wird es interessanter werden. Ich lasse mich überraschen. So, dann ein Ah, eher mein. als leicht Einsteigerspiel, Familienspiel zu bezifferndes, zu klassifizierendes Spiel und zwar von Alexander Pfister, Boon Lake, erschienen bei DLP Games. Ich fange mit den Rahmendaten an. 1 bis 4 Spieler. Also es gibt auch eine Solo-Variante, 40 Minuten pro Spieler. Das ist ein einfaches Spiel. Ab 14 Jahre, das Hat ja war so keiner gesagt, das ist einfach, das das hast du Spiel jetzt der Spiele gemacht. von der Spiel Von mir. 21 von Michaela, was wir nicht Genau. gekriegt haben. Das ist jetzt Wo erst wir uns aber auch eingetrudelt. nicht drum bemüht haben. Also hatte ich ja eingangs schon gesagt, so um einige Spiele haben wir uns auf das Spiel auch gar nicht bemüht, weil wir auch Ja, gesagt haben, die die schaffen kommt wir eh eh nicht nicht hinterher. gleich. Von daher, das hatten wir auch schon vorbestellt vor der Spiel. Und da habe ich dann auch gesagt, War Gott, dann auch nicht so schlimm, wenn dass wir es das da dann jetzt nicht hatten. erst im Ne? Dezember kommt, das jetzt gerade vor 2 Wochen oder so angekommen. Also von daher. Genau. Ist also eher so in Richtung Kenner, gehobenes Kennerspiel, Expertenspiel. Ist auch verdammt schwer, so gefühlt 27 Kilo, würde ich mal so sagen, wenn ich es mit einer Hand tragen kann. Ja, 27. Also scheint schon ein echter Klopper zu sein. Und da freue ich mich total drauf, Ich weil mich Alexander auch. Pfister spiele gerade seine Expertenspiele, sage ich mal, Kennerspiele, gehobene Spiele, anspruchsvollere Spiele mag ich extrem gern. Die simplen auch, ehrlich gesagt, aber da freue ich mich wirklich sehr, 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 sehr drauf. Ohne irgendwas davon zu wissen, außer dem, was Michaela bisher auch so davon erzählt hat. Dann ist jetzt da auch bei Kosmos. Ja, kenne Kosmos ich. hat sich jetzt ja Karak angenommen. Das gab es ja schon bei Albi, heißt glaube ich der andere Verlag. Ich glaube, wir haben es dort liegen. Die Erweiterung zumindest. Da kannst du mal kurz reingucken. Also von daher, es gibt es ja schon ein bisschen länger auf Deutsch. Aber da muss man wirklich sagen, also wir haben das andere auch schon gespielt. Das von Albi, auch mit den Kindern. Da spielen die Kinder auch wirklich rauf und Ja, runter. also.
Und da ist die Regel aber sehr, sehr holprig. Und jetzt hat sich Kosmos dem angenommen und hat das jetzt auch nochmal auf Deutsch rausgebracht. Wir haben das jetzt noch nicht gespielt, das werden wir demnächst dann mal spielen. Da werde ich mir die Anleitung dann mal angucken. Und da gehe ich doch mal ganz fest von aus, dass die besser sein wird als die von Albi. So sollte sein, ja. Ab 7 Jahre, 2 bis 5 Spieler, 45 Minuten Spielzeit. Sehr schönes Familienspiel, das mit einem sehr geringen Glücksanteil auskommt. Nee, sehr hoher Glücksanteil. Wann wird der Drache gezogen? Ist ein sehr hoher Glücksanteil. Also das und doch. Also wirklich war ein Spiel, wo man als Erwachsener auch wirklich Spaß hat, es noch ein zweites, drittes, viertes Mal zu spielen, weil die Regeln doch, wenn wir sie richtig interpretiert haben, simpel sind, einfach sind und auch für Kinder verständlich sind und extrem viel A, Interaktion und B, auch Abwechslung da ist. Also es gibt eben verschiedene Charaktere, die man sich nehmen kann. Mhm. Ich glaube, in der Grundversion waren es 7, glaube ich, oder so. Es waren eine ganze Menge. In der Erweiterung waren dann auch noch welche. Mhm. Von daher, und die haben eben alle einzigartige Fähigkeiten, wo aber die auch wirklich vernünftig austariert sind, wo man nicht sagt, so ich nehme den Barbaren als Beispiel, damit gewinne ich immer oder der Spieler, der diesen Charakter hat, der gewinnt immer jedes Mal, dem ist auf gar keinen Fall so. Und auch so die Effekte, wie man eben Leben verliert, wie man sich regenerieren kann, wie man Schätze besorgt, sich auflevelt und so weiter. Da ist wirklich extrem viel drin, aber auf dem Niveau, sag ich mal, auf dem Verständlichkeitsgrad wirklich für Kinder geeignet und wir haben das schon zu viert mit unseren beiden Jungs gespielt und es hat uns gefühlt allen vier wirklich jedes Mal Spaß gemacht. Gerade auch unser Fünfjähriger, der hat wirklich dann, da haben wir der manchmal teilweise Tage, Abende durchgespielt. Ja. Nochmal. Das irgendwann ermüdet es dann doch, ne, logisch, ja. Aber ist okay. Das ist nicht so wie gewisse andere Kinderspiele, die so gar keinen Spaß als einem als Erwachsener machen. Das kann man jetzt ja fast auch schon eher als Familienspiel, wobei das können Kinder unter sich auch super spielen. Wenn sie die Regeln kennen, ja, genau, klar. Genau. Warst du das? Ja, das war ich. Du hast da noch genug. Ja, ich kann kurz zu denen eigentlich sagen. Wir haben hier Pacific Rail Inc. Ein Spiel von Dean Morris, Kobold Verlag. 2 bis 4 Spieler, 14 Jahre, 45 bis 60 Minuten. Oh, ein kurzes. Geht irgendwie um. Kobold ist ja auch eher Eisenbahn. So der Familienverlag von der Spiele. Spiele kannst du einmal umdrehen. Da freue ich mich auch drauf. Zugspiele, seit Zug um Zug, mag ich die eigentlich ganz gern. Und von daher, ich bin da mal gespannt. Das lag auch auf den B-Rex-Tagen aus zum Ausprobieren. Da haben wir es aber nicht ausprobiert. Aber da habe ich schon gehört, dass es ein ganz schönes Spiel sein soll. Von daher freue ich mich da auch sehr, das da mal auszuprobieren, das Spiel. Fühlt sich wert. Dann Mille Fiori von, ich glaube, das ist wieder Dr. Rainer Knizia, genau, bei Schmidt-Spiele jetzt ganz frisch erschienen. Ab 10 Jahre, 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten. Und ein Spiel, wo man Siegpunkte in jeder Ecke bekommt. Mille, 1000? Ja, genau. Ich habe mir dazu nämlich schon ein bisschen was angeguckt. Jeder hat so einen Satz, ich weiß nicht, wie die hier heißen, diese farbigen Plättchen, sage ich mal. Und da gibt es hier auf dem Spielplan verschiedene Bereiche, wo man die dann ablegen kann. Und dann gibt es, je nachdem, welcher Bereich da ist, in unterschiedlicher Form dann Punkte. Gesteuert wird das Ganze über Karten. Und zwar bekommt man am Anfang 5 Karten auf die Hand, wählt sich eine verdeckt aus. Die anderen 4 Karten gehen dann an die anderen Spieler im Uhrzeigersinn weiter. Im Uhrzeigersinn meine ich ja, ist ja auch egal. Und die Karte, die man aufdeckt, deren Effekt macht man dann letztendlich. Das hörte sich wirklich sehr interessant an. Ich habe mir dazu auch schon mal ein bisschen was angeguckt. Und das hat es, glaube ich, schon ganz schön in sich, weil doch die Bereiche unterschiedlich sind und auch wie man da Punkte bekommen kann, das sah schon sehr interessant aus, sage ich jetzt mal so, das Spiel. Von daher freue ich mich da auch drauf, das zu spielen. Ich glaube, Dr. Rainer Knizia war dieses Jahr auch schon wieder sehr, sehr fleißig, ne? Ich glaube, da kommt noch eins von ihm. Eins kommt auf jeden Fall noch, ja. Wir hatten, meine ich, auch schon eins von ihm. Also jetzt nicht hier, aber so auch schon mal. So, ich habe hier das Spiel Kaffee. Kaffee. Von Huch. Genau. Da geht es auch um Kaffee? Das war auch schon in der Spieleschmiede. Das hat mich auch gewundert. Ich wollte auch bei Huch immer mal fragen, warum das jetzt bei dem gelandet war. Das war seinerzeit auch mal in der Spieleschmiede. Und irgendwie haben wir es dann ist nicht unterstützt. Ist vielleicht geschmiedet worden? Hat doch, ich meine, es ist geschmiedet worden. Ja, das ist seinerzeit da auch erschienen. Und dann, ich weiß nicht, ob dann jetzt das vielleicht die Zweitauflage ist, die bei Huch erschienen ist. Also auch so ein kartengesteuertes Spiel zum Thema Kaffee. Soll auch ganz nett sein. Ich weiß nicht, die Rahmendaten mussten wir auf der Rückseite gucken. Oh Gott, ab 10 Jahre, 30 Minuten, ich tippe mal 1 bis 4 Spieler, ich brauche eine Lesebrille. Das müsste. Soll ich mal gucken? Es könnten auch 14 also Spieler sein, aber ich glaube, es ist 1 Nein, bis 4 Nein, 1 bis 4, ich glaube, 14 Spieler wäre nicht ganz richtig. Das schöne Verpackung, das glänzt so schön. Ja, und passt ja auch zum Thema Kaffee sehr schön braun. Ja, du magst doch gar keinen Kaffee. Nee, ich mag auch keinen Kaffee, das stimmt, aber deswegen kann ich ja trinke trotzdem ich für 2 spielen. Nachher. Genau, richtig. Und noch einer. Rainer Knizia, genau. Highscore, Challenge
Challenge accepted, oh Gott. Bei Cosmos ab 8 Jahren 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten Spielzeit steht Warum kann man drauf. Da nicht mal so Herausforderung angenommen? Bam! Challenge auch, accepted. Weil ja auch Highscore Englisch ist. Höchststand. Challenge accepted. Könnte man alles verdeutschen, alles mit diesen Anglizismen. Das ist so also schlimm. Man hat hier verschiedene Herausforderungen. Man hat hier wieder, ich glaube, das ist ein, ja, ich glaube, das ist Würfelgesteuer, genau, Würfelgesteuer. Also wieder mit und Glück. Je nachdem, was man hier drauf hat, bringt der Würfel dann bestimmte Punkte. Sah auch schon mal sehr interessant aus. Cleveres Würfelspiel mit immer neuen Herausforderungen. Jede Runde wird eine Challenge-Karte aufgedeckt. Sie gibt vor, welche Regeln gelten und was gewertet wird. Aha. Freue ich mich auch schon mal drauf. Das ist einfach, glaube ich, so ein kleines, nettes Spiel, so als Opener oder zum Abschluss für den Abend. Ein Reisespiel für Reise. Oder für, wenn man mal zwischendurch irgendwie mal so eine Lücke hat. Ja, das können wir auch. Das sah auch nicht so schwer aus. Das müsste Leon auf jeden Fall auch spielen. Ja, Leon sowieso. Ich dachte jetzt eher an Jonas. Jonas könnte das, denke ich mal, auch spielen. Kommt gleich. Zahlen üben. Ja, genau. Ja, und dann Stefan Bauer. Korrosion. Bam. Das ist auch nicht gerade leicht. Pegasus-Spiele ab 12 Jahre, 60 bis 120 Minuten. 1 bis 4 Spieler, also augenscheinlich wieder mal eine Solo-Variante dabei. Mhm. Nutze deine Maschinen und Zahnräder bestmöglich, bevor sie verrosten. Das ist doch mal ein Spieleansatz. Entdecke unzählige temporäre und langfristige Kombinationen, spiele erfahrene Ingenieurinnen aus, um Aktionen der anderen zu kopieren. Wieso innen? Ist das hier genderneutral? Egal. Habe ich keine Ahnung, worum es geht. Hat Michaela besorgt. Bin halt momentan ein bisschen raus aus dem Thema. Fühlt sich schwer an. Vom Thema her, so mit Zahnrädern, mag ich immer ganz gerne. Im Prinzip seit Zolkin. Zolkin, ja. Da kam das so oft mit Zahnrädern und Tränen und hier und da. Und das finde ich echt schön. Wir haben letztens doch auch eins gehabt, in diesen 3 Zahnrädern. Welches war das? Das war hier Golem, war das, ne? Golem. Ja, genau. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Deshalb Zahnräder. Nee, Golem hat keine Zahnräder. Gutenberg. Gutenberg hat die Zahnräder. Ich wollte gerade sagen. Genau, Gutenberg. Das ist, Golem hat Murmeln. Gutenberg haben wir noch gar nicht rezensiert. Ne? Nee, das haben wir ja nur auf der Messe gespielt. Das müssen wir auch dringend mal spielen. Da ist auch ein schöner Mechanismus mit Zahnrädern. Mit 3 Zahnrädern, ja, genau. Die gegenseitig, gegenläufig sind jedes Mal. Aber egal. Mhm. Von daher, wenn da Zahnräder drin sind. Und das ist auf jeden Fall ein Effekt für Zahnräder drin, ja. Genau. Ja. Bin ich mal gespannt, was du da wieder besorgt hast. Dann ist bei Schwerkraft mittlerweile auf Deutsch erschienen Mantis Falls, ein Spiel ums Vertrauen. Das wissen wir spielen? Du bist nicht allein. Für 2 bis 3 Spieler, 60 bis 90 Minuten, ab 14 Jahre. Ja, das möchte ich mit dir spielen. Du befindest dich in Mantis Falls, einer von der Mafia beherrschten Stadt in den 1940ern, und hast etwas gesehen, das du besser nicht gesehen hättest. Ich bin mal gespannt. Ein kooperatives Spiel, das nur manchmal wirklich kooperativ ist. Denn es kann sein, dass da, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal Verräter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Der Spion. Ja, der hat hier irgendwie besondere Namen, die beiden Parteien, die es da quasi gibt. Und wo man nicht weiß, ob man gemeinsam praktisch, ich sag mal, die Guten spielt oder einer der Böse ist. Und das hörte sich echt extrem spannend an und da bin ich auch mal sehr, sehr neugierig drauf, das zu spielen. Und ob das aber so die Verpackung ist doch wieder so extrem reduziert, oder? Ja, aber das finde ich gerade schön. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es schön finde oder nicht. Ich mag es von der Optik, das erinnert an diese Jules Verne-Filme aus, Tschechei waren das, glaube ich. Oh, wie hieß der Regisseur? Keine Ahnung. Die Erfindung des Verbrechens. Da waren alle Requisiten, die ganzen Hintergründe waren im Prinzip schwarz-weiß gezeichnet mit diesen Strich, mit diesen Strichtechniken. Mit diesem Strichtechnik. Ja, da, guck doch mal, das sind doch so Striche. Das sind ja, das, ich weiß. So ganz kleine Striche. Also es ist nicht ausgemalt oder so, sondern durch Schraffierung im Prinzip halt eben wird das so erzeugt. Und das geht so in die Richtung. Ich glaube, ich mag's. Also ich mag manchmal auch so Cover, wenn die nicht ganz so. Ich mag auch farbige Cover, aber ich mag auch Cover, wenn die manchmal so ein bisschen aufgeräumter, ich sag mal so neutraler sind, denn ich jetzt einfach mal so. Ich mag sie, wenn sie gut aussehen. So, wir müssen uns bald hier mal 3 Wochen einschließen, damit wir das alles spielen können. Länger als 2 Spielurlaub. Wochen. Spielurlaub. Können wir echt. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Bildungsurlaub könnte man noch als Spielurlaub? Das wäre eine Idee. Ausbilder zum Blogger oder so. Könnte man ja probieren. Noch so ein kleines Leichtgewicht, und zwar Archenova. Archenova, Entschuldigung. Und zwar Feuerland. Es ist endlich angekommen, war auf der Spiel... Gleich, das war ja mal, da war nur Vorbestellung und ich glaube, sie hatten abholen. Ganz, ganz wenige Exemplare. Ja. Da war ja auch die Schlange gleich am ersten Tag total lang. Genau. Also da haben wir auch von vornherein gesagt, das machen wir nicht, das reicht. Auch das hatten wir vorbestellt, weil es ist jetzt ja im Dezember ist die erste, ich sag mal, Auflage rausgekommen. Die nächste wird dann ja im März nächstes Jahr wohl erscheinen, weil die gehen auch davon aus, dass die schnell ausverkauft ist.
Wir haben das ja schon auf der BerlinCon anspielen können und das hat einfach total viel Lust auf mehr gemacht, dieses Spiel richtig durchzuspielen. Wir haben ja, jeder hat sein eigenes Spielertableau, da puzzeln wir so quasi unseren Zoo so zusammen oder bauen unseren Zoo. Wir haben hier diese beiden gegenläufigen Leisten, sag ich jetzt mal so, wie man sie ja auch schon aus, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Das war hier von den Prinz, genau. Raja. Raja ist auch gegangen, ist. Genau. Und dann gibt es ja viele verschiedene Karten und das ist im Prinzip auch das Herzstück, sage ich jetzt mal, dieses Spiels, diese Karten, auch der Mechanismus. Man hat ja hier, jeder hat an seinem Spielertableau 5 Slots für Karten. Je nachdem, wo die Karte dann liegt, umso mächtiger, also je weiter sie hinten liegt, umso mächtiger ist die Aktion, die man damit ausführen kann. Dann muss die Karte aber auch wieder vorne gelegt werden, wenn man die Aktion mit der Karte gemacht hat. Das heißt, das nächste Mal ist diese halt wieder dann, ich sag mal, die letzte, also weniger machtvoll. Also das war ein sehr schöner Mechanismus und es war schon, Inga hat uns das ja netterweise erklärt da auf der BerlinCon und es waren schon viele Regeln, aber man ist dann doch erstaunlich gut reingekommen ins Spiel. Und ich habe hinterher auch nochmal mir die Regeln nochmal angeguckt. Und das ist natürlich, finde ich, immer schon mal einfacher, wenn man das Spiel schon mal so erklärt bekommen hat, schon mal angespielt hat, dann wieder reinzukommen. Also von daher, da freue ich mich auch richtig drauf. Aber da brauchst du schon diverse Spielrunden einfach, um die Mechaniken, weil mehr oder weniger baut man so quasi Produktionsketten auf. Das ist jetzt ein bisschen hochgezogen von der Begrifflichkeit her, aber man muss schon wissen, welche Karten gibt es überhaupt, welche Effekte haben sie und wie ist die Wechselwirkung zwischen diesen Karten. Und dann musst du auch das Glück haben, die Karte vielleicht auch zu kriegen. Und dann brauchst du noch Glück, genau. Mhm. Also von daher, und wenn du sie nicht kriegst, dass du vielleicht weißt, okay, es gibt 2, 3, 4 andere Karten, die sind nicht so stark wie diese eine, die ich unbedingt haben will, aber die helfen mir zumindest ein bisschen in der Richtung. Und da muss man wirklich ein paar Mal gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten sind da drin. Da das waren viele. Das sind 255 Spielkarten. Genau, also das richtig viele. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, und dann das letzte Spiel, was bei uns neu eingezogen ist, ja, geht bei dir gleich alles runter, hier, den Bach runter. Vom Babel. Fällt gleich um. Neil Artifacts ist dann bei uns auch noch neu eingezogen. Das habe ich tatsächlich mit unserem Großen, mit dem 10-Jährigen, mit Leon schon auch 2, 3 Mal gespielt. Im Prinzip ist es ein, ja, ich sag mal, ein Ressourcensammelspiel. Wir haben hier so einen Spielplan, der Nil, da haben wir unsere Schiffe, da segeln wir den Nil entlang. Am Nil liegen so Karten aus, das sind die Artefaktkarten. Die können wir dann sammeln, um dann in der Belohnungsphase, sondern in der Opferphase dann diese Karten praktisch auszugeben, um den, ich sag mal, hier zu Opfergaben darzubringen. Und den Gläubigen nach oben zu schicken. Genau, und damit können wir dann letztendlich auf den jeweiligen, das sind glaube ich Monumente, können wir dann je nachdem, wo wir da sind, nachher Punkte sammeln und so weiter. Also von daher, vom Spielprinzip, es ist ja auch Rahmendaten 2 bis 4, 20 Minuten ab 8 Jahre bei Boardgamebox erschienen. Ein einfaches Familienspiel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also nach der Anleitung, ja. Ich habe mir bisher nur die Anleitung durchgelesen und die erschien ja relativ simpel, aber eben als Familienspiel, glaube ich, kann das Spaß machen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Genau, also ich habe es mit Leon, wie gesagt, schon 2, 3 Mal gespielt. Das hat schon durchaus Spaß gemacht. Du hast doch richtig Spaß gemacht, oder? Ja. Zumindest als er gewonnen hat. Ich habe den Schrei gehört. Er hat sich richtig gefreut, ja. Stimmt. Aber er freut sich auch generell, wenn er Spiele gewinnt. Also von daher, das werden wir auch nochmal jetzt auf den Tisch bringen und dann kommt da auch kurzfristig dann auch eine Rezension dann von uns dazu. Ja. Ach, das war's. Mehr haben wir nicht. Das ist erschütternd, ich weiß. Und das so kurz vor Weihnachten. Aber vielleicht kommen ja Weihnachten 1, 2 neue Spiele in so einen Fundus rein. Wer weiß. Schon. Genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ihr davon schon gespielt habt, welche ihr sagt, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht auch, ihr könnt auch gerne Wünsche in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr gerne davon uns sehen wollt. Ansonsten seht ihr, habt ihr jetzt hier einfach schon mal gesehen, welche Spiele bei uns noch eingezogen sind, welche Spiele wir so nach und nach auf unserem Kanal vorstellen wollen und werden. Ja. Ja, plus noch ein paar andere. Das ist doch nicht alles. Das sind die neuesten Neuheiten, aber wir haben auch ältere Neuheiten. Von der Messe ja noch ein paar. Genau, es stehen ja auch noch ein paar hinter uns. Ja, genau. Die wir auch noch spielen wollen. Also das Canvas zum Beispiel wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Also wir haben ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu spielen, wollen wir auch gerne. Manchmal fehlt ein bisschen die Zeit, deswegen wir brauchen mehr Zeit zum Spielen. Wir brauchen irgendwie nochmal 12 Stunden mehr am Tag, 36 Stunden Tag oder so. Ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal einen dritten Advent. Spielt was Schönes und dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!